2017 feiert die unabhängige Wählergemeinschaft Mönckeberg ein Jubiläum. Peter Lessing, Vorsitzender der unabhängigen Wählergemeinschaft hier in Mönckeberg. Peter, was für ein Jubiläum ist es? Ja, es gibt die UWG 20 Jahre in 2017. Wir haben uns 1997 im November gegründet mit einigen Mönckeberger Bürgern, die unzufrieden waren mit der aktuellen Politik hier in unserem Ort. Nach Meckern haben wir gesagt, entweder wir packen jetzt an oder wir lassen es ganz, aber man kann nicht nur meckern, ohne etwas dafür zu tun. Und so ergab sich das, dass wir als unabhängige Wählergemeinschaft uns selbst ins Leben gerufen haben. Und dann kam die erste Kommunalwahl. Wann war das und wie ist sie ausgegangen? Das war im Frühjahr 1998, dann also schon wenige Monate nach unserer Gründung. Wir waren sehr zuversichtlich, aber wir haben Ergebnisse erzielt, mit denen wir selbst nicht gerechnet haben. Wir haben aus dem Stand heraus gut ein Drittel, 32% der Wähler hinter uns gebracht, sodass wir spontan sogar die CDU überholt haben und auf an die zweitstärkste Kraft hier in Mönckeberg geworden sind. Die letzten Kommunalwahlen waren jetzt in 2013. Wie war da das Ergebnis für die UWG? Dort war das Ergebnis ähnlich gut. Wir sind auch dort stolz und erfreut über das Ergebnis, was wir erreichen konnten. Wir haben es wiederum geschafft, ein bisschen stärker zu sein als die CDU und in Prozenten zumindest die zweitstärkste Kraft zu sein, auch wenn sich das in den Sitzen nicht ausgeprägt hat, weil wir sehr nahe beieinander sind. Was macht denn heute so die UWG aus? Wofür steht sie? Die UWG steht für Ehrlichkeit, Unabhängigkeit und Transparenz. Wir sind sehr daran interessiert, dass wir unsere Bürger mitnehmen können bei dem Wissen, was wir letztendlich vermitteln wollen, was für die Politik auch wichtig ist und was für das Interesse der Mönckeberger Bevölkerung vonnöten ist, um auch mitsprechen zu können. Was unterscheidet nun die unabhängigen Wähler, die UWG, von den anderen hier derzeit in der Gemeinde vertretenen Parteien, als da sind die SPD und die CDU? Nun, wir sind stets bemüht, die Bevölkerung, die Bürger mitzunehmen bei unseren Taten, bei unseren Widersprüchen und bei unseren Kämpfen dafür, dass möglichst viel auch in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Alles, was sein darf und sein soll, laut Gemeindeordnung, muss in der Öffentlichkeit auch diskutiert werden, damit der Bürger gut informiert ist. Und das ist eigentlich unser Stil, wie wir mit Politik umgehen wollen, damit man nicht denkt, es wird nur im kleinen Kämmerlein gesprochen. Auf der Homepage der unabhängigen Wählergemeinschaft Mönckeberg sind ja auch die Werte, für die sie steht, nachzulesen. Kannst du diese Werte ein bisschen beschreiben? Die Unabhängigkeit für uns besteht in erster Linie darin, dass wir keine Leitbilder haben auf Landes- und Bundesebene, sondern wir können uns definitiv auf die Interessen in unserer Gemeinde konzentrieren und auch das machen, was wir für unser Dorf gut und wichtig finden. Die Transparenz ist, wie eben beschrieben, dass man im Grunde genommen mit uns auch sprechen kann über Dinge, die unklar sind und wir dann auch gerne bereit sind aufzuklären, soweit es von der Gemeindeordnung her möglich ist. Und die Ehrlichkeit versteht sich für mich von selbst, dass wir natürlich mit unseren Bürgern, mit unseren auch politischen Gegnern ehrlich umgehen sollten, um auch viel an Glaubwürdigkeit zu erreichen. Peter, die Zukunft der unabhängigen Wählergemeinschaft hier in Mönckeberg. Wenn ich an die Kommunalwahl in 2018 denke, wie sieht die Zukunft aus? Wir wollen zulegen für 2018. Wir wollen uns verstärken. Wir wollen unsere gute Arbeit weiterführen. Wir haben in der Vergangenheit gute Zusprüche aus der Bevölkerung, motivierende Zusprüche aus der Bevölkerung erhalten. Wir haben ständig die Hand am Puls, indem wir hier im Ort auch unterwegs sind, facettenreich aufgestellt sind in anderen Vereinen, Verbänden, Organisationen. Wir machen eine Öffentlichkeitsarbeit, wo wir auch die Gelegenheit haben, mit den Bürgern zu sprechen und ihnen zuzuhören. Und das wollen wir aufnehmen und wollen auch unsere Mitbürger mitnehmen, auch für 2018 und hoffen, dass wir dort auch stärker vertreten sein können. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Warum sollten die Mönckebergerinnen und Mönckeberger 2018 die UWG wählen? Weil wir die Gemeinschaft oder Gruppierung sind, die sich ernsthaft und vorrangig nur für unsere Gemeinde interessieren. Natürlich muss man auch auf überregionaler Ebene mal hinschauen, aber wir haben keine Leitbilder, denen wir folgen müssen, wenn es nicht im Interesse unserer Gemeinde ist.